Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Am 12. Juni wurde die von der Brandenburger Gesundheitsministerin unterzeichnete Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2 und Covid-19 in Brandenburg verkündet. Sie legt Abstandsregeln, das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen und weitere Einschränkungen des öffentlichen und gewerblichen Lebens vor. Die Vorläuferregelung nannte die Landesregierung Eindämmungsverordnung. Die Änderung des Begriffs in Umgangsverordnung enthält einerseits das Eingeständnis, dass die SARS-CoV-2-Epidemie nicht mehr eingedämmt werden muss. Sie ist, und zwar ganz ohne Präventionsparadoxon, abgeklungen. Aber gleichzeitig, sehr geehrte Damen und Herren, ist der neue Begriff ein ziemlich geschickter Versuch, die fortgesetzten Beschränkungen unserer Freiheit zu rechtfertigen. Denn umgehen müssen und Umgang pflegen wir mit Gegebenheiten. Und so wird mit dem Begriff Umgangsverordnung, wie mit der von Ihnen begrüßten Corona-Warn-App oder mit den Plexiglaskäfigen hier im Landtag, die Legende von der fortbestehenden Corona-Bedrohung weitererzählt. Und das, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, bei einer wohlgemerkt geschätzten zweistelligen Zahl von Covid-19-Erkrankten im Land, was bedeutet, dass etwa 0,002% der Bevölkerung erkrankt sind. Ist das, frage ich Sie, evidenzbasiertes Handeln? Die Biotests des RKI zeigen jedenfalls keine Corona-Epidemie an, wenn seit Wochen deutschlandweit die Quote positiver Tests bei 1% liegt, was mit der nicht hundertprozentigen diagnostischen Spezifität der Untersuchungen zu erklären ist. Die Epidemie ist vorbei und offenkundig war sie nie so gefährlich, dass der Lockdown tatsächlich unvermeidlich war. Das haben wir seit April gelernt und dementsprechend unsere Position angepasst. Den Lockdown auch in der gezuckerten Form der Umgangsverordnung weiter zu verlängern, ist freundlich gesagt unangemessen. Und mit dieser Bewertung, meine Damen und Herren, stehen wir nicht alleine da auf der Welt. Japan und Norwegen haben den Lockdown beendet. Der Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, dem unter anderem Sucharit Bachti, Stefan Homburg und Wolfgang Wodak angehören, fordert die Bundes- und Landesregierungen auf, ihren Verantwortungen nachzukommen und die gegenwärtigen Maßnahmen sofort und vollständig aufzuheben. Und der Immunologe Beda Stadler resümiert in der Schweizer Weltwoche und am 12.06. auf dem Blog Achse des Guten, ich zitiere, Corona-Aufarbeitung, warum alle falsch lagen. Das Virus ist erst mal weg. Wahrscheinlich wird es im Winter zurückkommen. Das wird aber keine zweite Welle sein, sondern eben eine Erkältung. Wer als gesunder junger Mensch derzeit mit einer Maske herumläuft, sollte deshalb gescheiter einen Helm tragen, da das Risiko, dass einem etwas auf den Kopf fallen könnte, größer ist als eine schwere Erkrankung mit Covid-19. Zitat Ende. Und sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie den Kopf schütteln und anderer Meinung sind, dann lassen Sie uns darüber diskutieren. Aber bitte evidenzbasiert, wie es das Robert-Koch-Institut folgendermaßen empfiehlt. Herr Ministerpräsident, die Empfehlung geht auch an Sie. Ich zitiere. Es ist bisher nicht bekannt, wie viele Menschen in Deutschland eine Infektion tatsächlich durchgemacht haben und damit immun sind. Die Infektion verläuft häufig mild und sogar unbemerkt. Die Ergebnisse der Antikörperstudien sind von großer Bedeutung, um den Verlauf und Schwere der Pandemie genauer abzuschätzen und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen besser bewerten zu können, unterstreicht der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler, und das war am 9. April 2020. Geschehen ist nichts, die angekündigte Studie des Robert-Koch-Institutes wurde vertagt. Dass es anders geht, das hat Baden-Württemberg gezeigt, wo, wie wir gestern erfahren haben, eine wissenschaftliche begründete Studie klargestellt hat, dass Kinder keine Treiber der Corona-Epidemie sind und dass es keinen Grund für die Schließung von Kitas und Grundschulen gibt.
Sehr geehrte Damen und Herren, und nun hat die Brandenburger Landesregierung neben der Umgangsverordnung laut Pressemitteilung vom 12. Juni auch eine Corona-Teststrategie auf den Weg gebracht. Wir sprachen eben davon. Ich sage danke, ich sage endlich. Ich sage, das ist ein Schritt voran und das begrüßen wir. Das begrüßen wir ausdrücklich und sollte das unseren Antrag entbehrlich machen, hätten wir überhaupt nichts dagegen. Allerdings, sehr geehrte Damen und Herren und sehr geehrte Landesregierung, handelt es sich bislang nur um eine Ankündigung in Form einer Pressemitteilung. Und das reicht angesichts der fortdauernden Einschränkungen unseres Lebens nicht. Denn auch hier steckt der Teufel im Detail. Wer untersucht wann und mit welchen Tests wird untersucht? Und wir bitten deswegen die Landesregierung und Sie, Frau Gesundheitsministerin, am besten hier und heute zum Beispiel diese Fragen zu beantworten und einen Zeitplan für die Tests vorzulegen. Und soweit ersichtlich richtet sich die Teststrategie der Landesregierung ähnlich dem Antrag der Linken auf Risikobereiche und Risikopersonen. Und damit vermissen wir in dieser Ankündigung den Kernpunkt dessen, was wir für ein reales Lagebild brauchen. Die Untersuchung von repräsentativ ausgewählten asymptomatischen Personen. Nur damit bekommen wir ein reales Bild der Lage. Und deswegen bitten wir die Landesregierung auch um Aussagen hierzu. Ich wiederhole deswegen noch einmal, würde mit der Vorlage einer konkretisierten und terminierten Strategie der Landesregierung einschließlich der Untersuchung repräsentativer Gruppen unser Antrag erledigt, so sollte es uns freuen. Wir müssen hier nicht unbedingt recht haben, es geht um die Sache. Solange aber nicht klar ist, ob dieser Forderung durch den Antrag Genüge getan wird, halten wir unseren Antrag aufrecht und wir bitten Sie, sehr geehrte Damen und Herren des Landtages, diesem Antrag dann mitzufolgen als ständige Ermunterung und Ermahnung für unsere Landesregierung. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Zeit wird nicht reichen, alle Ungeheuerlichkeiten und Ungenauigkeiten hier richtig zu stellen. Ich sage ganz kurz was zu der Ministerin, Frau Nonnemacher. Ein Zerrbild haben Sie gezeichnet und ich hätte Sie gebeten, sich am Text und am Antrag zu halten und mir nicht irgendwelche Unterstellungen zu machen. Ich habe aus einem Aufruf eines Vereins zitiert an die Landes- und Bundesregierung, dem viele prominente und ernstzunehmende Mediziner und Wissenschaftler anhören, die Autoritäten sind und die sagen, es gibt keine Rechtfertigung für den Lockdown in der jetzigen Form. Dabei will ich es jetzt bei Ihnen bewenden lassen, außer noch die Bemerkung zu machen, die auch die anderen Redebeiträge betrifft. Vergessen Sie bitte nicht, Infektion ist nicht gleich Erkrankung bei SARS-CoV-2. Infektion ist nicht gleich Erkrankung, Gott sei Dank ist es nicht so, in vielen Fällen ist es nicht so und Erkrankung ist in vielen Fällen keine schwere Erkrankung, damit bin ich bei Herrn Lüttmann. Das ist auch die Erklärung dafür, dass ich sage, die Epidemie ist vorbei. Es war eine Epidemie in gewisser Weise mit dieser Infektion, aber sie hat eben nicht die apokalyptischen Ausmaße, die befürchtet worden waren ursprünglich. Und deswegen kann die Epidemie vorbei sein, man kann trotzdem sagen, Gott sei Dank, da stimme ich Ihnen auch zu. Gott sei Dank war die Erkrankung nicht so schlimm. Und rückblickend muss man sagen, war der Lockdown und ist der Lockdown deswegen jetzt nicht mehr gerechtfertigt. Herr Kretschmer, bei Ihnen schlägt dann die Böswilligkeit um und dann kommen Sie zu ganz unlogischen Argumenten. Sie werfen uns also vor, dass wir Antikörpertests vorschlagen und weisen auf die Schwierigkeiten von Antikörpertests hin, die es natürlich gibt. Darum habe ich ja auch gesagt in meinem Beitrag, ganz wesentlich wird sein, was die Strategie der Regierung angeht, welche Tests werden eingesetzt. Aber Sie selber, Herr Kretschmer, schlagen ja in Ihrem eigenen Antrag auch Antikörpertests vor. Und zur Qualität Ihres Beitrags will ich nur noch mal sagen, dass diese angekündigte Studie vom RKI am 9. April publiziert wurde, das habe ich in meiner Rede gesagt. Aber am 15. Mai wurde bekannt gegeben, dass die Studie verlegt wird. Die Studie mit Ergebnissen ist vorerst überhaupt nicht zu rechnen. Das RKI führt an, dass zum einen wenig positive Proben zu erwarten seien und dass die Studie jetzt mit mehr Personen durchgeführt werden soll. Also, Herr Kretschmer, Sie haben nicht besonders gut recherchiert und insofern sind Ihre Argumente wenig wert. Herr Lüttmann, zum Schluss zu Ihnen nochmal.
Und zu Ihnen, Frau Nonnemacher, ich hatte zwei Fragen gestellt. Ist es möglich, einen konkreten Zeitplan aufzustellen, also Ihr Projekt, Ihr Programm mit einem konkreten Zeitplan zu versehen? Und ist es möglich, repräsentative Untersuchungen mit einzubeziehen? Ich habe leider darauf keine Antwort bekommen. Insofern werden wir jetzt unseren Antrag weiter aufrechterhalten. Ein bisschen schade, aber vielleicht ist das auf der Ausschusssitzung kommenden Mittwoch möglich noch einzubauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Keine Sorge, ich will eigentlich nur zwei Punkte vortragen. Herr Kretschmer, der erste Punkt, der Beginn meiner Ansprache hier war, am 12. Juni wurde die von der Brandenburger Gesundheitsministerin unterzeichnete Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2 in Brandenburg verkündet. Das war der erste Satz. So viel dazu, dass ich die nicht zur Kenntnis genommen hätte. Und das Zweite, da bin ich Ihnen noch wirklich dankbar, weil ich das Tatsache vergessen hatte und dankbar für Ihre Intervention. Sie unterstellen, dass wir diese Tests nur machen wollen, um ihn am Zeuge zu flicken, weil alles nicht berechtigt war. Ja, haben Sie denn Angst vor den Ergebnissen? Wenn dann rauskommt, dass wir falsch lagen und dass es alles wirklich ganz dramatisch war, na dann wäre ich der Erste, der sagen würde, Gott sei Dank habt ihr es gemacht, wir hatten uns geirrt, es war falsch, was wir gesagt haben. Aber ebenso erwarte ich von Ihnen, wenn herauskommt, dass die Immunität viel weiter verbreitet war, dass die Letalität dieses Virus viel geringer ist als angenommen, dass Sie dann auch in sich gehen und sagen, der Lockdown war nicht nötig und beim nächsten Mal würden wir rationaler vorgehen. Das ist Wissenschaft, das ist wissenschaftliches Vorgehen. Wissenschaft ist nicht, wie offensichtlich heutzutage gerne verbreitet wird, dass 97% aller Menschen oder 105% aller Menschen einer Meinung sind. Das Blut der Wissenschaft ist der Zweifel und nicht die Übereinstimmung. Ohne Zweifel keine Wissenschaft. Und seien Sie doch froh, dass wir diese Untersuchung fordern und dass wir evidenzbasierte Untersuchungen fordern. Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der Rednerliste.